So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Mountain Blade 2 Bannerlord mit dem imperialen Lauf, wo in den letzten zwei Folgen nicht so viel gut lief. In der letzten Folge haben wir gegen Rebellen verloren, oder die aufbegehren wollten, konnten zum Glück entkommen. In der vorletzten haben wir die gesamte Armee oder die gesamte Truppe verloren. Und in dieser Folge heißt es aufbauen, aufbauen, aufbauen. Dass wir rennen hier aus Syronia raus und suchen uns ein paar Banditen, die wir verkloppen können. Die hier hinten sehen gut aus. Die Sache ist, die Sturgi haben uns noch den Krieg erklärt. Oder, also wir wollen den Sturgi den Krieg erklären. Ich lasse das noch offen, das können sie machen, wie sie wollen. Die anderen Clans. Wir werden uns da eh nicht einmischen am Anfang. Ich meine, guckt euch an. Wir haben hier 42 imperiale Infanterie-Rekruten noch. Also wir haben fast 100 Leute, die noch nicht wirklich ausgebildet sind. Ich muss mir jetzt einfach in dieser Folge die Zeit nehmen, gemütlich auszubilden. Und es ist ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Dass ich es noch gesagt habe. Ein paar muss ich noch zur Burg bringen. Das habe ich in der letzten Folge ganz am Ende noch gemacht, dass ich in der Burg die Soldaten noch abgegeben habe. Die Quest ist schon raus. Oh, ich habe noch. Schön, okay. Die Effektivität von Stadtbauprojekten, der Sold und die Verbesserungskosten von Söldnertruppen um 25 reduziert. Gefangenen und Truppen bieten Tragekapazität. Mann, nimm mal den Oberen mit Söldnern. Wie sinnvoll, weiß ich nicht, aber ja. So, wir nehmen einfach mal die schlechtesten Bogenschützen mit. Weil das meiste machen wir eh selber. So, wir haben auch noch die neue Armbrust mit dabei. Oh, schon deutlich präziser, Halleluja. Oh ne, er hat einen Bogenschützen erwischt. Naja gut, sie werden ausgebildet, was will ich machen? Ja, im Vergleich zu der anderen Armbrust. Welten, Welten! Und wenn wir jetzt die mitnehmen würden, die ich nicht auf dem Pferd brauchen kann, dann wären die noch präziser. Und dann gäbe es noch eine präzisere Armbrust. Wäre es auch möglich, ja. Faszinierend, ich treffe. Ja, ganz cool und lässig noch schneller links nach vorne halten, ne? So ist es also. Naja, ihr macht das schwer, ne? Hallo? Du musst dich wehren, du Trottel! Wow. Die müssen sowas von ausgebildet werden. Den muss man Disziplin wohl einprügeln, ne? Die sortieren sich halt selber aus. Die Waffen nicht ziehen können, die werden halt einfach gekillt. Alter Schwede. Steht der einfach da? Ja, 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 schön hier in den Bergen. Tot. Gut. Aber den wollte ich dann eh nicht in der Armee haben, wenn er so blöd ist.
Wir müssen die Armbrust das nächste Mal wechseln, wenn wir aufs Feld gehen. Ja, ja, ein Duell. Wird ganz toll. Ich verspreche dir. So, die Gefangenen nehmen wir mit. Karawanensachen brauchen wir nicht. Waffen werden gespendet. Die Nahrungsmittel nehmen wir mit. So. Wir werden jetzt auch gleich sehen, ob sie wirklich den Sturgeon in den Krieg erklären und so. Ist ja noch offen. Und wir haben zwei Burgen, die uns gehören, aber ich verwalte die aktuell nicht. Ich wollte die eigentlich noch abgeben, aber ich dachte, wir nehmen das Geld noch mit. Ab in die Taverne und wieder raus. Na gut. Spino. Wir können auch schon 150 Leute mitnehmen, das ist schon mal sehr schön. Was gibt es eigentlich in der Arena zu gewinnen? Ein Rundumhelm. Ah ne, ich habe jetzt echt genug Arenen gesehen. Ein Baumeister. Moment mal ganz kurz. Pykaon Westrum Musea. Wir müssen gucken, wo wir noch ein Geschäft kaufen können. Weil wir haben einen Slot noch offen, theoretisch. Und theoretisch könnten wir noch jemanden anheuern, der für uns kämpft. Der zum Beispiel die Infanterie anführt oder so. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich muss in der Taverne mal gucken, ob ich da noch jemanden finde. Am liebsten jemanden aus dem Imperium. Weg. Oh, er hätte mit dem einfach runtergekonnt, dann hätte er mich erwischt. Hier wieder. Macht er aber nicht. Ach nein, ich wollte hier hin. Will er nicht. So, wenn er den jetzt nicht ständig anständig schiebt, dann gehe ich raus. So, dann den weg und dann kann der König nicht gehen. Dann haben wir gewonnen. Okay, dann am besten noch so. Dann kann er gar nichts machen. Und ciao. So, und ein paar Banditen, die wir zum Trainieren bräuchten. Das wäre supi, ne? Ja, wir nehmen einfach den mit, schmeißen Rekruten raus, fertig. So, also, Geschäft, Geschäft, Geschäft. Also die Dings läuft ja nicht so gut, he? Also die Brauerei hier bei 0. Das hier 60. Saneopa ist so ein bisschen eine schwierige Grenzstadt, wo ich nicht weiß, ob die dann eingenommen wird oder nicht. Funktioniert die überhaupt oder buggt die mal wieder?
Ist der Krieg mit den Sturien jetzt kein Thema mehr? Ja, da hat wohl niemand dafür abgestimmt. Gegen die Kusa kämpfen wir sicher auch nicht schlecht. Ah, ich war jetzt nicht in der Siedlung. In der Taverne, um zu gucken, ob da jemand ist, den wir brauchen könnten. Ja, die scheinen zu buggen. Wir machen mal ganz kurz. Pykon hat in der Nähe noch Lehm. Wir machen mal ganz kurz eine Töpferei für 200. 2000. Dass das Ding jetzt aus der Misere rausrutscht. Aber wo geht eigentlich das hier hin? Die Heilerin, eine Batanierin. Heirat versuchen? Ja, da ich noch nicht weiß, wo wir schlussendlich uns niederlassen werden, bin ich da noch nicht interessiert. Eine Frau zu suchen. Ich habe hier eingenommen. Die Händlerin, die versucht, die Heilerin versucht mir nachzurennen, hm? Ja, ich weiß, dass ich das Lexikon nutzen kann, um passende Gefährten zu finden, aber das mache ich extra nicht in dem Run. Die Leute so per Zufall treffen und dann hat sich das organisch ergeben. Dem, dass ich sie beim Saufen in der Taverne getroffen habe. Oh, was für ein super anständiger Typ. Einhand gar nicht mal so schlecht. Weiß aber nicht so recht. Nackenschutz mit Bronze-Schulterplatten, wie sehen die denn aus? Ah, das sind die. Okay, wir gehen. Ist schon. Und nur schnell wissen, wie die aussehen. Ich hätte gerne Frieden, Krieg mit. Ja, so rein. 20%. Ja, das geht hoch, das ist gut. Wenn es hoch genug ist, lanciere ich das. Dem wollte ich noch helfen. Habe ich schon gedacht, dass es einen Grund geben muss, warum du das nicht so machst. Ja, haha. Oh, braucht Garnisonstruppen. Mit dem habe ich schon 68er Beziehung. Und Garnisonstruppen bringen hat uns jetzt beim letzten Mal nicht wirklich... Jetzt verdienen wir Geld, sehr gut. Weil jetzt war es irgendwie dann nicht wirklich, ne? Truppen aufbauen. Yeti-dei-di-du-di-da. Jetzt sind jetzt sinkt es. Wir kaufen in Lykeron mal eine Brauerei. Eine Brauerei. Lehmgrube. Also, dass das Lehm, das von hier hochgeliefert wird. Und Arbeitskräfte, wie viel brauchst du denn? 34 Gefangene, die kann ich hier nicht bringen, Mann, das ist einfach zu viel.
Das war beide bei der Truppenanführer, der ich vorhin rausgehauen hat. Aha, du meinst, als wir gefangen wurden vor Ewigkeiten. Also vorletzte Folge. Ja. Also er und viele andere auch, oder nicht? War doch eine größere Gruppe von... von wundervollen, wundervollen Menschen. Schreinerei, Handwerkstätte, Karawane. Besitzer von der Töpferei. Hallo. So, haben wir sie gekauft. Er war der 400er Trupp, ja. Also, wir hatten Glück bei der Aserei, als wir da, waren. Dass wir so schnell befreit wurden, weil wir sofort, Hilfe gekriegt hatten. Muss man natürlich schon sagen. Also es war schon ein sehr glücklicher Zufall, dass wir da in Rasi die Schlacht verloren hatten. Also das natürlich nicht. Dann in die Berge geflohen sind. Und aus irgendeinem Grund die Aserei genau wusste, wo wir sind. Punkt genau. Drei Armeen, die auf uns zurennen. Also drei Trupps. Und eine davon war eine Armee. Wo ich mir dann auch dachte, okay, hallo. Aber dass die uns sofort befreit haben... das war eine glückliche Fügung. Manch Gesichtsausdrücke. Den Jungs. Ja, es rei waren am Stream snipen. Ziel ist eigentlich, dass sie ausgebildet werden, deswegen lasse ich die jetzt hier ein bisschen machen. Ich habe die anderen Banditen, glaube ich, nicht verkauft, ne? Also Lösegeld gefordert. Das bedeutet ja, dass die ja theoretisch mit denen hier zusammen genug Mann sein dürften, die wir dann abgeben können. In der Lebensgrube. Ja. Ja, ja. Nett. Sehr sweet. So. Die Waffen spenden wir immer wieder an meine Männer. Wir müssen ja möglichst schnell ausbauen, ne? Also gehen wir da runter. Partier. Oh, mindestens 35. Ja, komm jetzt. Ja, komm jetzt. Aber wo ist sie denn? Ist sie gerade in der Nähe? Nein. Ist sie nicht. Wurde sie schon erwischt? Ist sie schon wieder frei?
Ich würde gerade. Nee. Und dann sind die irgendwo Banditen, die man einfach mal mitnehmen könnte. Da war mein Bruder, führt eine Armee an. Ja, eine Karawane wurde geschnappt. Ja, die schaffe ich nicht. Ach man, es stand doch vorhin nicht 35, es stand doch 34. Oder bin ich jetzt doof? Ich irre hier in der Gegend umher. Oder aber 34. Kriegserklärung für die Heiligen. Let's go! Auf die Asserei! Rasi! Wir kommen! Ich finde auch keine Banditen mehr. Es ist doch zum Mäusemelken, Mann. Moment. Ja, hier. Endlich. Ist ein bisschen langsamer als wir. Nahezu perfekt. Ja, lauft am besten dahin. Da muss ich euch eh... Stimmt gar nicht, ein bisschen schneller als wir, oder? Ich entsende die Truppen schnell, weil das gibt häufiger Gefangene, als wenn ich jetzt einfach angreifen würde. Ja, natürlich. Wir spenden die Sachen. Hier. Wenn sie gleich alle haben. Aber das sind die dann zu viele. Zuerst lügt er mich um eins an. Und dann nachher will er noch nicht mal alle nehmen. Brennt das Dorf nieder. Okay, das ist vielleicht etwas over the top. Ich meine, die anderen können nichts dafür. Landia, richtig hinterhältiger. Hosenfolge wird belagert. Ja, da bin ich mal gespannt. So, einen weiteren Punkt auf Int. Wir gehen volle Kanne, ne? Voll drauf. Wie gesagt, Ingenieur und Dings, alles ich. Alles ich. Einfach mal, um was anderes zu machen. Rennt das Dorf nieder. Ja. Man nannte ihn auch Nexilius den Gütigen. Oh, Alter.
Sag mal, hast du heute was genommen? Nee, wir haben gut drauf. Soll vorkommen. So. Also Husenvolk. Das wird genommen. Und das nächste Ziel wäre dann natürlich Rasi, ist ja klar. Ja, ich habe meine Armee übrigens immer noch nicht so ausgebaut, wie ich sie eigentlich wollte. Also die sind noch nicht so weit, wie müsste. Wohlgemerkt, ich muss mal ganz kurz sortieren, damit ich einen Überblick behalte. Also. Ein paar davon sind gut gegen die Kavallerie. Ich schmeiß mir mal ganz hoch und ich habe noch keinen einzigen Legionär. Was bin ich denn für ein Imperialer? Führen die auf der anderen Seite noch Krieg? Ist wie so ungeändert durch? Nein. Das heißt, es wird irgendwann hier eine Armee auftauchen. Jetzt versuchen wir, den Arsch zu treten. Da ist eine Armee. Wir haben fast 200 Leute hier drin. Wenn ich mit 150 noch dazu stoße, haben wir 350 Leute. Das wäre machbar. Das wäre sehr machbar. Wir lassen mal laufen. Ich meine, das hier dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Und wenn er angreift, gehen wir... Ja, genau. Besitzer von Husenvolk. Ich stehe wieder zur Wahl. Wollen die mir die ganze Ecke geben hier, oder was? Ich wollte eigentlich erst Abrasi nach unten die Sachen haben. Okay, also das ist schon schön. Rasi besitzen wir, aber... Jetzt gehen sie. Jetzt ist die Frage, sind sie schnell genug? Oder nicht? Weil wenn ich mich einmische, dann muss ich einige Männer opfern. Also rein. Bin schneller als er. Ich glaube, die Armee kommt rechtzeitig hier an. Ja, und macht ihn platt. Okay. Stop there, Stranger. Es hat 84 Rekruten. Mameluk-Soldaten. Ich würde sagen, das packen wir. Auch wenn er ein bisschen mehr hat als wir. Horsebowmen! Make a shield wall! Gehen wir davon aus, dass er noch nicht unerheblich Reiter hat. Ja. Schicken wir meine Männer mal darüber. Hat er nicht. Er hat sehr viel Infanterie. Mehr als wir. Ganz wenig Bogenschützen. Er hat sehr viele Rekruten, die haben keine Schilde. Die dürften wir eigentlich niederschießen können. Ohne größere Probleme. Dankeschön. Endlich.
forward! Direkt in den Kopf. Move out! Move! Onwards! Spread out! Soldiers! Right forward! Warrior, shoot at will! Hear me! Move out! Warrior, wall! Now then! Get moving! Kurz ein Schild, Wall, bitte. Steht sehr ungünstig für uns hier bei dem Hügel. Warrior, shield, wall, now! Infantry! Line, move, move out! Ich will hier mal rüber. Es dauert nicht so lange. Wir versuchen von hier dann reinzuschießen. Obwohl, dann dreht er auch wieder, ne? Er steht sehr gut hinter diesem Hügel. Wo ich unsere leichte Bogenschützendistanz nicht ausspielen kann. Forward! Get moving! Hear me! Move! Die Aserei, die hat sehr große Schilde. Das heißt, mit unseren Armbrustschützen können wir da gar nicht so viel Schaden anrichten, wie ich gehofft hatte. Auf Bogenschützen allgemein. Vielleicht muss ich die Strategie anpassen. Mal gucken. Warriors! Forward! Soldiers! Onwards! Cavalry! Move! Warriors! Horse, move out! Infant wall! Men, hear me! Forward! Troops! Get moving! Wenn ich das gewinnen will, müssen wir ganz außen rum und rennen, dass wir hier von der Seite reinschießen können. Ansonsten können wir das nämlich knicken. Warriors! Get moving! Warriors! Forward! Infantry! Move troops! Forward! Onwards! Weil wenn er mit seinen... Also er hat einfach deutlich mehr als wir. Da komme ich, glaube ich, nicht drum rum. Genau, besser. Footmen! Form a wall! Infantry! Get moving! Soldiers! Move! Ja, Jungs, aber ihr wisst schon, wie man Pfeil und Bogen benutzt, oder? Warriors! Hear me! Soldiers! Forward! Onward! Footmen! Get moving! Forward! Come on, boy!
Diese großen Schilde. Wahnsinn. Wir haben nicht so gutes Schussfeld. Nicht so unterschätzen die Aserei. Nicht zur Bewegung zwingen. Wir machen das so. Wir gehen mal so. Bisschen schneller bitte. Ich schicke sie mal über die linke Flanke, die Infanterie. Ich habe gar nicht so viele Bogenschützen, um meine Bogenschützen anzugreifen. Und das hat dann zur Folge, dass er seine Infanterie drehen muss. Da muss er sich entscheiden, was er angreifen will. Wir haben noch ein paar Wurfspeere, sehr gut. Er will sich nicht bewegen, ne? Jetzt geht was. Jetzt gehen wir rein. Flanke, die linke Flanke von uns, die wird hart getroffen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Bogenschützen werden nicht so gut angegriffen. Die Infanterie rennt lieber denen nach, die fliehen. Hätte ich anders kommandieren müssen wahrscheinlich. Befehligen. Fliehen sie. Entsenden wir noch schnell. Ein Gefangener. Es ist viel Meisterliches und Gutes dabei. Wir nehmen die Pferde und das Essen mit. Den Rest spenden wir an die Truppen. So, Medizin. Hohe Morale erhöht die Heilungsrate 15%. Beim Rasten in einer Siedlung erhöht sich die Heilungsrate um 20%. Hohe Moral. Ich weiß nicht, ob ich bei Führung noch viel machen werde. Heilungsrate 20%. 15% machen wir.
Mal hohe Moral. Truppen in eurem Trupp erhalten nach jeder Schlacht 5% mehr Erfahrung. Ja, mach das. Und die werden jetzt Matsche gemacht. Das ist ein Vorgebiet belagert. Adram ist entkommen. So. Ja, und die Gefangenen noch schnell raus. Und dann hoffe ich, dass beide Armeen ready sind. Dahin reiten, wo es gut ist. Wir gehen alle raus. Also ich bin sehr beeindruckt von der Aserei und tendiere fast schon dazu, einige ihrer Truppen bei uns mit aufzunehmen. Na, wir schauen mal, wie wir das machen, ne? Stop there, stranger. I... Jetzt verfolgt er ihn hier, ne? Statt da hinzugehen. Yes. So, wir schicken das alles schnell rein. So. Damit haben wir den König vom Süd, von der Aserei gefangen genommen. Und ich will jetzt eigentlich dahin. Das hier belagern. Und hauptsächlich Rekruten. Uff. Stop this. Ja, Salate. Nee, das schaffen wir. Sind viele Rekruten. Hinrichtenden Mann. Nee, nee. Er ist als Gefangener viel wertvoller. Horse Archers!
bin ich gespannt, wie das klappt. Er hat mehr Soldaten, aber mehr Rekruten. Wir haben mehr besser Ausgebildete. Aber die sind auch gefühlt noch nirgendwo, ne? Passage wäre fast besser. Schaffen wir das noch? Ja, wir drehen, wenn wir hier stehen. Sehr gut. All move! Infantry onward! Hear me! Get moving! Warrior, hold arrow! Stop! Ich finde darin Bolzen sicher nicht für die. Make a shield wall! Footman! Make a line! Onward! Infantry! Footman! Move! Warrior! Line up! Footman! Shields up! Footman! Hear me! Move out! Soldiers! Take them down! Primus, danke schön für den Raid. Primus, hallo. What the hell? Da werde ich noch verlangt. Okay. Ah, das ist über Verwaltung. Knappe Sache. Attack!
darf nicht sterben. Primi, danke für den Raid noch und ein liebes Hallo an alle. Ja, knapp. Ich glaube, bei Open Field hätten wir es nicht gepackt. Ich hab einen Speer in der Hand. Ja, nicht freiwillig. So. Ein Gefangener. Auch mein Gefangener. Auch alles meine Gefangenen. Ist das, was übrig geblieben ist. So, jetzt kann ich von der gesamten Beute hier, die Schwerter, die Dings, die Rüstung, spende ich. Die Reittiere nehme ich mit, die Rüstung nehme ich, spende ich auch und das nehme ich mit. So, jetzt habe ich denen, das hat man unten gesehen, mit den EP, das gespendet. Das geht über diesen Perk hier und diesen Perk hier, ne, bei Vogt. Hier kannst du Waffen spenden und hier kannst du Rüstung spenden. Da kann ich direkt so den nächsten upgraden. So, wir treten der Armee bei, weil die wollen ja Rasi holen. Dieses Mal schaffen wir es auch, weil dieses Mal ist die Armee riesig. Also gut. Sehr gut, wir greifen an. Heieiei. So, versuch 2 Rasi zu nehmen. Ich werde dann wahrscheinlich auch meine Burgen und meine Stadt abgeben. Die Burgen safe, bei der Stadt weiß ich es noch nicht, nicht, dass es dann da eine Rebellion gibt oder so, das wäre nicht so gut. Jetzt habe ich es beritten, ist auch egal. Troops! Warriors! Hear me! So, dann holen wir uns diese Festung noch einmal. Ein Bollwerk in der Wüste. Und was für ein Bollwerk. Wie, wir haben einen Rambock, keine Belagerungsgeräte sonst. Uiuiui. Soldiers! Warrior, loose formation! Das ist doch mal wieder Quatsch. Stellt euch hier in große Formation auf, Mann! Eieieiei. Nach Belieben plänkeln. Plänkeln wir bei einer Belagerungsschlacht. Wenn die Mauern näher kommen, rennen wir zurück und wenn die Mauern wieder sich zurückziehen, rennen wir nach vorne. Erkennt's. Klassisch. Also
So, ich habe jetzt alle extra so aufgestellt, dass sie sauberer hochschießen können. Schön auseinander. Es ist schon krass, du hast hier fast nirgendwo Deckung, ne? Hier an Pfeilern runterregnet. Unfassbar. Nach Leben blänkeln. So, so. Aber dieses Mal holen wir die Stadt, oder? Soll ich die Kataphraken an? Seite wechseln. Ich habe einen Fußtreffer, lässt los. Dieses Mal holen wir es. Die Armee ist größer, stärker, mächtiger. Wir machen Rechtssturm, ja, mit meinem Bogenschützen. Aha. Der verarscht mich, Mann. Da müssen wir mal rechts sein, ist mal links. Die KI. Bildet euch rein jetzt. Los. Unglaublich. Okay, die sind schon oben. Rein! Rück durch! Stattet Sonsa nach der letzten Niederlage. Eine wahre Wohltat.
schön hier. Victory! So, wir haben aber, glaube ich, gar nicht so viel geleistet. Trotzdem, meine Männer kriegen natürlich den Support. So, jetzt muss ich schnell sein. So, also. Die Wahl hat noch nicht begonnen. Erasi wurde jetzt gerade eingenommen. Mit Ausdauerattribut um 1. Ja, hallihallo. Machen wir doch. So. Jetzt müsste ich Hussenfolk abgeben. Ja. Diese Burg und diese Burg. Und dann hätte ich einen sehr, sehr hohen Anspruch darauf. Und ich tendiere fast schon dazu, das zu machen. Das einzige Problem ist, das Hussenvolk wird ziemlich sicher falsch verwaltet, wenn ich das nicht mache. Also Burg Lavenia haben wir sicher mal raus. Behalt die lieber weit oben. Brasi ist zu weit vorne. Nein, ja, das ist aber auch das Ziel. Ich enthalte mich. Was ist, wenn die Königin es nimmt? Ich frage mich, wie hoch die Chancen sind, dass wir es kriegen, ne? Ne, wie gehen das jetzt? Ich gehe das Risiko einfach ein. Burg Tamnu. Und Hussenvolk gebe ich auch ab. Hat eh nur zwei Dörfer, die dran gebunden sind. So, kann jetzt sein, dass die Imperatorin es selber will, dass sie es nimmt. So, jetzt besitzen wir wieder nichts. Wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt das. Das benötigt Pferde. Ups. Nein, nein. Was für Pferde denn? 12 Mittellandshelter, die habe ich dabei. Geben wir ihr noch die Pferde, dann ist sie happy. 90, so. Das verstärkt das Ganze nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt Rasi. Yes, wir kriegen's. Ich enthalte mich. Sie unterstützt uns wieder, ne? Meine Schwägerin unterstützt uns wieder. Unser Bruder scheint da ihr ordentlich was ins Ohr zu flüstern. Sehr interessant. Okay, also. Wir geben ein bisschen Getreide raus. Bisschen Bier. Also es ist eine Grenzstadt, das heißt, wir müssen eigentlich volle Kanne durchrekrutieren. Automatisch rekrutieren. Nicht unbegrenzt, aber schon 4500. Die Garnison verwalten, die Rekruten können rein. Let's go. Hier ist schon ordentlich was drin an Truppen, sehr schön. So, wie sieht's aus mit der Zufriedenheit? Die Stadt ist
bin ja nicht so in einer guten Verfassung. Aber die Festgelände sind ausgebaut, das ist gut. Das ist sehr gut für uns. Ich sollte vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht verliere ich an die Stadt noch und dann habe ich einen Salat, ne? Milizplatz noch schnell als nächstes. Dann das Forum. So. Weil ich schon vorhabe, das eigentlich zu halten, gehen wir jetzt großflächig Leute holen. Oh ja, warte mal schnell. Haben die nicht ins Verlies dann auch noch Leute geschmissen? Ja, mega Fehler. Schmeiß mir die beiden mal ins Verlies. Ja, und der Rest wird vertickt. Die haben jetzt in mein Verlies alle Leute reingeschmissen. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Grenzstadt und jetzt liegt es an uns, das Ganze zu verteidigen. Oh, Rasi wird belagert. Mal schauen, wer da wiederkommt. Treibsandstandarte. Ja moin, so. Garnison verwalten. Wollen wir eigentlich mal durch unsere Stadt laufen? Ich würde mal sagen, also Rasi ist die Stadt, die ich wollte, ne? Saneoppa. Nee, Quatsch. Stadt oben, die wir vorher hatten. Oder auch Hussenfulk. Sind nicht so die Städte, wo ich die ich wollte, sondern wollte ich einfach abgeben. Aber das ist eine Stadt, die wir definitiv behalten, ne? An der Küste. Wir schauen uns das jetzt mal an. Echt ganz nice. So, Wolle, da verarbeitet Gerberei. Warum eigentlich Rasi? Weil es das Tor in die Wüste ist. Und jede Stadt, die danach kommt, ich einen höheren Anspruch habe. Ich zeige ganz kurz, warum. Ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Zu 100% sicher bin ich mir dann natürlich am Ende auch nicht, aber... Eine praktisch gewonnene Schlacht, da grätsche ich mal schnell rein. Genau. So muss man das auch machen. So. Das ist unsere City. Schön mit Stein gebaut und so. Richtig gut. Okay. So, ich erkläre ganz kurz den Plan für die Wüste. Folgendes. Wenn jetzt diese Burg eingenommen wird, dann habe ich einen hohen Anspruch, weil ich bin der Nächste von dieser Burg. Der einen zweithohen Anspruch hat, ist er. Ne? Weil er hier hinten noch was hat. Das heißt, er grenzt hier gut dran. Wenn Hubiar genommen wird, dann habe ich einen hohen Anspruch, weil ich bin der Nächste an Hubiar. Ja? Wenn ich das und das besitze, dann besitze ich diese Ecke. Wenn Ikais eingenommen wird, Quasira, dann habe ich einen hohen Anspruch darauf, weil ich bin am nächsten zu diesen Siedlungen. Ich weiß nicht, ob diese Distanz auch zählt, ja? Aber das spielt ja aktuell keine Rolle, weil hier dann das West Empire kommt. Ne? Das heißt, ich versuche, hier nach innen in die Wüste mir alles anzueignen, und den ganzen Bereich mir also zukommen zu lassen, weil wir haben die Gunst der Imperatorin auf unserer Seite, weil unser Bruder ist in diese Richtung verheiratet. Wir schauen, dass wir mit den anderen Adligen noch gut haben. Dann haben wir die immer die richtige Distanz dazu. Das heißt, so könnten wir durch Rasi als das Tor in die Wüste unter Umständen die Wüste so in unsere Gewalt bringen. Ne? Das ist die Idee dahinter. Ob es klappt, werden wir sehen. Was wir auf alle Fälle machen ist, wir rüsten das Ganze hoch wie irre. So, persönlich verringert den Handelsmalus für Reittiere 20%, für Lasttiere 20%.
weitere mit Lasttieren. So, also, jetzt müssen wir uns um die Bevölkerung kümmern, keine Frage. Braucht Saatgut, klar. Ja. Hab's sogar direkt dabei. Ja, ob dieser Plan, dieser gewagte Plan aufgeht oder nicht, werden wir sehen. Du brauchst Saatgut, hab ich dabei. Nicht genug Getreide dabei? Okay, krass. Wie viel brauche ich denn? Sorry. Ja, doch noch ziemlich viel. Aber das ist jetzt meine Bevölkerung. Der hilft mir selbstverständlich. Er ist Teil des Imperiums. Ich denke, wir werden gleich noch an die nächste City rangehen. Weil hier Hubiar jetzt auch belagert wird. Was auch Saatgut. Ich da auch ran. So, ich würde sagen, wir helfen dann noch schnell aus und dann werden wir sehen, ob mein Plan aufgeht, ne? Sehr schön. Also, ich mache hier ausnahmsweise keinen Cliffhanger, sondern wir greifen an. Weil ich selber gespannt bin, ob das gleich aufgeht oder nicht. Ich meine, wir haben einen hohen Anspruch darauf. Wenn wir mithelfen. Wir sind sehr nah dran. Sie mag uns natürlich auch. Oh. Will haben. Wie schön. Hier so zwischen den... Oh. Mega schön. Oh, geil. So. Also ich führe eigentlich gar nicht viel Mann an hier. Soldiers! Hear me! Wir sollen einfach machen. Schnell ruft den Arzt. Nex ist krank. Er macht keinen Cliffhanger. Es wird nachher ein Cliffhanger genug, dass wenn wir das Ganze verteidigen müssen. Alter. Ich hoffe, ich bin schnell genug, weil die Infanterie da ist.
Oh mein Gott, da stehen Bogenschützen im Hintergrund. Wow. Ja, moin. Ey, mein Bruder ist dabei. Ja, okay. Also das ging mal voll in die Hose. Ich habe den Schild nach unten genommen, als ich hier losgelassen habe. Also das macht er automatisch, kann ich nicht viel machen. Also nur mit dem Rambock hier rein, schwierige Sache, ne? Ist halt wieder so ein Dings von beiden Seiten. Das Belagerungsgerät ist da kaputt. Aber wir schaffen es wohl mit den Leitern. Obwohl. Klassisch, die hängen hier wieder. Super. Die Bogenschützen können unendlich lange auf die schießen. Ja, ihr müsst angreifen. Ja, sie stehen wieder. Bogenschützen schießen. Obwohl, die haben keine Munition mehr oder so. Keine Ahnung. So, die Stadt ist unser. Aber es war nicht mein Verdienst. Haben sich in die Festung zurückgezogen. Da haben wir einen Anteil geleistet. Da ist jemand happy. Standarte der Raserei. Das ist gut für jemanden, der im Nahkampf unterwegs ist. Dann, oh, warte schnell. Ich nehme natürlich nur das mit. Das spenden wir meinen Männern. Dennis, Dankeschön für 64 Monate. Dankeschön für den Support. Okay, perfekt. Ja, aktualisiert. Wird mir wahrscheinlich aber abgebrochen. Lassen die mal schnell hier rein. So, wer hat hier ein Anliegen? Garnison aussperren. Würde ich super gerne für dich machen, Madame, aber... Es passt soweit schon. Wer kriegt es? Ich bin überladen. Ja, ja, ich bin absolut... Also, ich bin so knapp an der Grenze. Wer bekommt es jetzt? Oh, jetzt bin ich super gespannt. Sie könnte mich überstimmen. Sie tut es aber nicht. Okay. Hat sich gelohnt, dass wir den Einfluss gespart haben? Meine Damen und Herren. Hubiar, auch unser. Auch Hubiar werden wir jetzt gruppentechnisch so etwa aufstellen. Die Loyalität ist ein absolutes Problem. Wir bauen mal gar nichts und machen hier die Loyalität rein. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Wir hatten doch eigentlich noch die Wanderin. Die ist eine gute Taktikerin, Späherin. Und sie ist vor allem von der Aserei, das ist viel wichtiger. Also, kommt zu mir. Sie wurde eh irgendwo aufgegriffen. Du bist auf einem guten Weg, Madame. Britannierin, okay. So. Das muss jetzt ins Plus. Ganz kurz zur Erklärung. Wenn kein Projekt läuft, dann ist das hier das, was passiert. Und um die Loyalität. Blackjack, danke schon mal für den Geschenk. Vielen lieben Dank für den Support. Also wenn nichts gebaut wird, ist das hier das, was dann läuft, ne? Feste und Spiele. Oder Miliz oder Unterkünfte. Und damit wir die Loyalität stabil kriegen, baue ich aktuell nichts, ja, damit eben die Treue nach oben geht. Und dann müssen wir gucken, dass wir Festgelände und Co. ausbauen, damit wir die Loyalität irgendwie stabilisieren können. Und weil die hier ein bisschen auf der Kippe stehen, hole ich jetzt meine Karawanenführerin und schicke sie jetzt hier rein.
So, die Garnison verwalten, dann kommen die Rekruten noch rein. Ist geflohen. Also ich glaube nicht, dass wir noch über einen langen Zeitraum diesen Krieg aufrechterhalten sollten. Aber da geht jemand schon zum nächsten, oder wie? Werden wir gleich belagert. Natürlich schließen wir uns der Verteidigung an. Aber unsere Imperatorin kommt uns sicher helfen. Da ist sie. Ne, sie verfolgt irgendjemanden. Uiuiuiuiuiuiui. Meine Herrscherin, was tust du da denn? Es sieht so aus, als ob sie jemanden verfolgt, ne? Ja, da bin ich mal gespannt, ob er da angreift oder nicht. Kommt nach und nach Unterstützung. Ui. Ja, meine Damen und Herren, ob wir das schaffen? Ob wir das schaffen? Finden wir heraus in der nächsten Folge. Alter. Ob wir 464 mit 215 besiegen können? Finden wir heraus in der nächsten Folge. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Da wurde uns die Unterstützung verwehrt. Eieieiei. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es heißt, Hubiar, wir verteidigen dich. Vielleicht können wir es halten, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.